Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Gute Vorsätze, fit und schlank ins neue Jahr. Heute mit Figur straffen. Wir wollen heute also Bauch, Beine, Po und auch die Arme trainieren. Mach natürlich so mit, wie du dich wohlfühlst. Du kannst zwischendurch Pausen einlegen und dann wieder ins Training mit einsteigen. Und wir starten jetzt irgendwie im Sitzen, ganz egal, wie du jetzt gerade sitzt. Kreuz deine Finger und lass deine Handgelenke ganz locker sich durchbewegen. Wir werden jetzt mit einer Stützübung anfangen. Wenn dir das zu viel ist, gehst du einfach auf die Unterarme, funktioniert auch. Aber probier es ruhig. Deine Stützen ist natürlich wichtig. Wir brauchen die Stützkraft. Sollten wir fallen, müssen wir uns mit den Handgelenken auch abfangen können. Und die Beweglichkeit ist sowieso wichtig für den Alltag. Nimm die Handflächen mal zusammen und beweg deine Handgelenke, drück die Finger weg, einmal rechts, einmal links. Und dann merkst du schon, wie beweglich deine Handgelenke sind. Dann lässt du wieder los, schüttelst so richtig aus, lässt deine Schultern nach hinten kreisen, ganz locker, rechts und links im Wechsel. Und egal, wie du jetzt sitzt, kannst jetzt deinen Oberkörper einmal nach links, deinen rechten Arm fallen lassen und einmal nach rechts bewegen. Also deine Brustwirbelsäule schon mal mobilisieren. Rück auch deinen Blick mitnehmen. Ich hoffe, dir geht's gut nach dem gestrigen Fettburner. Und dann noch einmal bewegst du deinen Oberkörper nach rechts und links. Also rechts und links drehen, ruhig so ein bisschen mitdrücken. Deine Brustwirbelsäule in die Rotation nehmen. Also wichtig ist da oben die Beweglichkeit. Für einen gesunden Rücken, schmerzfreien Nacken, schmerzfreien unteren Rücken. Ruhig auch den Blick mitnehmen. Und zur Mitte zurückkommen. Jetzt kommst du auf die Knie nach oben und gehst mal so hin, dass du die Matte längs vor dir hast, die Hände unter deine Schultern und deinen Rücken so richtig schön rund werden lassen. Dein Kopf geht mit rein. Dann ziehst du den Bauchnabel nach unten und nimmst den Blick nach vorne. Nochmal rund, richtig hoch und nochmal Bauchnabel und nach vorne. Die Wirbelsäule auch hier nochmal bewegen, auch den unteren Rücken mit einladen. Dich wegdrücken mit deinen Handflächen am Boden. Und dann bleibst du mit deinem Bauchnabel Richtung Boden zeigen, Blick nach vorne, Hände ein kleines bisschen weiter vor vielleicht und jetzt dein Steißbein hoch zur Decke schieben. Und jetzt deine Fersen möglichst Richtung Boden. Du kannst sie auch in der Luft lassen, lass die Knie gebeugt, drück dein Brustbein Richtung Oberschenkel. Und dann atmest du aus und senkst deine Knie Richtung Boden. Nochmal, mach dich lang, spür die Dehnung in der Rückseite und komm nochmal tief, Knie Richtung Boden. In deinem eigenen Rhythmus, lang und tief. Bauchmuskeln spüren. Dann bleibst du unten, hältst hier, sehr gut. Lässt deine Mitte jetzt aktiv, nimmst deine Unterarme nach unten, Daumen Richtung Decke zeigen lassen und Ellbogen unter deine Schultern. Brustbein holt sich raus, also ziehst dein Brustbein nach oben, holst jetzt ein Bein Richtung Decke. Wenn rechts jetzt nach oben geht, versuchst du mit deinem rechten Unterarm und deinem linken Unterschenkel und Knie in den Boden zu drücken. Genau, und dann ist die Mitte nämlich gleich fest. Jetzt kommt dein Knie ein Stück tief und wieder hoch. Nochmal ein Stück tief und wieder hoch. Po-Muskulatur. Rücken ruhig lassen. Und gar nicht so weit nach unten, nur ein Stück über dem Boden halten.
Bleib oben und mach kleine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nochmal langsam tief und hoch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, noch einen, bleib oben, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halte und kurz Moment absetzen. Ein Stück zurücksetzen, kannst dich auch mal aufrichten, locker lassen, eine Seite noch. Auslockern, letzte Seite, nach vorne kommen, Daumen Richtung Decke, raus aus den Schultern. Wenn dein linkes Bein jetzt oben ist, drück dein rechter Unterschenkel und der linke Unterarm in den Boden. Und dann gehst du tief und hoch, Stück tief und hoch. Ganz ohne Schwung, Kraft aus dem Gesäß holen. Bleib oben, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nochmal langsam, tief und hoch. Halte nochmal oben, letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halten und absetzen. Kurz zurück, lange Arme und dann bleibst du gleich. Dann hängen wir gleich noch die Oberarme, den Trizeps ran. Jetzt gehst du so tief, dass du dich auch wieder gut nach oben drücken kannst gleich. Okay, also Hände sind schulterschmal geöffnet. Und jetzt gehst du erstmal zurück mit deinem Gesäß, schiebst dich nach hinten und kommst jetzt nach vorne und gehst mit dem Brustbein ein Stück weiter vor deine Hände und drückst dich ausatmend hoch. Also ein und aus, hoch. Wichtig ist, dass du Oberkörper, Gesäß, Kopf in einer Linie haben kannst. Also Hüfte strecken, hochdrücken. Wenn es nicht mehr geht, Pause. Oder geh nur ein kleines bisschen tief. Bauchspannen ist wichtig. Atmen. Ausatmen hoch. Gehen noch zweimal, nur wenn es noch geht, sonst mach Pause. Letztes Mal noch. Hochdrücken, locker lassen, entspannen, auslockern. Jetzt darfst du dich auf die Seite drehen, sodass dein Kopf liegt und deine Beine ungefähr so im rechten Winkel sind. Kopf ablegen. Gemütlich. Auf den Oberarm.
Und du hast das Gefühl, deine Hüfte schiebst du von dir weg. Das heißt, unter deiner Taille entsteht so ein bisschen Luft, gefühlt. Bauch bleibt fest, die Hand gibt Druck in den Boden und der Winkel ist ein bisschen größer wie 90 Grad. Also ein kleines bisschen tiefer deine Oberschenkel. Heb dein oberes Bein. Kannst du die Fußspitzen sehen? Nimm die Unterschenkel vor. Genau. Und jetzt hab das Gefühl, du gibst auf ein Kissen den Druck mit dem Bein. Nicht ganz ab. Becken ist ganz ruhig. Da steht ein volles Glas Wasser und du gibst richtig Druck. Tief und wieder hoch. Kraftvoll. Bleibst hier und drehst jetzt das Knie zum Knie, die Ferse zur Ferse. Hier bleibt immer noch das volle Glas stehen. Und jetzt nochmal parallel, tief und hoch, kraftvoll. Immer noch und ein- und ausdrehen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ablegen. Ich hoffe, du hast es gemerkt im Po. Gut, dann drück dich hoch. Ist übrigens auch der Trizeps, der dich hier nach oben drückt, der Oberarm. Also beim Hochstützen ist der auch ganz wichtig. Auf die andere Seite gleich. Komm rüber. Leg dich wieder gemütlich ab. Beine im rechten Winkel, so Oberschenkel ein bisschen tiefer. Teile wegschieben von dir. Glas Wasser abstellen, Bein heben und kraftvoll tief und hoch. Fußspitzen könntest du sehen, wenn du runterschaust. Untere Hälfte merkst du auch noch den Po von gerade eben. Und dann dreh ein und aus. Und nochmal zweite Runde, kraftvoll. Schwerer und schwerer und einen ausdrehen. Drei, zwei, einen und lösen. Ach, sehr gut. Gleich nochmal hochdrücken, lockern, hinsetzen. Ganz klein werden, wenn du jetzt dich in die Rückenlage abrollst. Oberschenkel fassen, runterrollen. Immer so richtig fest herziehen, deinen Po dehnen. Jetzt lass kurz dein Gesäß entspannen. Nimm deine Hände, ich drehe mich mal ein bisschen so zu dir, Hände unter deinen Po, Beine nach oben, leicht gebeugte Knie, die Füße sind über deinem Becken. Bist du da?
Gut, dann komm in die Grätsche. Und jetzt gehst du aus der Grätsche wieder hoch. Also, Bauchnabel nach innen ziehen und tief und hoch. Was wir jetzt trainieren ist, Innenseite, Oberschenkel. Genau, du machst in deinem eigenen Tempo auf und zu. Bleibst dann drei außen, eins, zwei, drei und kommst wieder hoch. Eins, zwei, drei und hoch. Immer noch. Letztes Mal auf drei. Und dann versuchst du nochmal auf eins tief und hoch. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Halte außen. Versuch ganz langsam jetzt deine Beine zu schließen. Langsam Unterschenkel fallen lassen. Entspannen. Füße gleich mal aufstellen nach vorne. Ich komme wieder zu dir. Locker deine Beine aus und nimm dein rechtes Knie knapp unterhalb vom Knie und zieh es mal richtig her zu dir. Du lässt dein Knie jetzt auch möglichst nah an deinem Oberkörper und dein linker Fuß schiebt in den Boden. Drück dagegen und heb dein Becken an. Und jetzt kommst du aus der Spannung noch ein Stück höher und nicht ganz ab. Und hoch, nicht ganz ab. Nacken lang, Po und Rückseite, Oberschenkel. Wir haben jetzt den unteren Rücken ausgeschaltet. Bleib oben, mach kleine. 10, 9, 8. Durch das Ranziehen trainieren wir wirklich nur den Po. Und noch einmal langsam hoch und tief. Und hoch, nicht ganz ab. 9, 8, 7, 6, 5. 4. Und nochmal kleine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wechseln. Fuß aufstellen, lockern. Anderes Bein knapp unterhalb vom Knie ranziehen. Fuß drückt in den Boden. Knie bleibt hier und hoch, nicht ganz ab. Oben bleiben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und nochmal langsam. Hoch, nicht ganz ab. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Die letzten kleinen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 und Beine locker lassen, Hände hinter den Kopf, so richtig auslockern, Ellbogen ein kleines Stück nach vorne nehmen, so dass du den Nacken ganz entspannt halten kannst, ausatmen, Kopf heben, auch Nabel sanft nach innen ziehen und jetzt kommst du mit deiner rechten Hand
zum linken Knie und umgekehrt. Ausatmen, hoch. Vielleicht kannst du mit dem Mittelfinger auf dein Knie tippen. Schrägen Bauchmuskeln. Und dann bleibst du auf einer Seite und machst ganz kleine. 3, 2, 1 und ab nochmal. 3, 2, 1. Rück den Kopf ganz leicht in die Hände schieben, dass der Nacken entspannt ist. Und nochmal auf 1 hoch und tief. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kurzen Moment absetzen. In den Bauch atmen. Kurz entspannen. Eine Runde noch. Jetzt kannst du gleich mal so ein bisschen wahrnehmen, wie dein Rücken am Boden aufliegt. Wenn es geht, ist unter deinem unteren Rücken ganz wenig Luft. Du könntest auch die Matte einmal falten, sodass deine Wirbelsäule neutral liegt. Dein Becken bleibt genau so. Bitte kipp's jetzt nicht in die Richtung, sondern lass es neutral. Und zieh den Bauchnabel sanft Richtung Wirbelsäule. So aktivierst du deinen tiefen, queren Bauchmuskel. Der soll aktiv sein. Wenn du jetzt mit deinem Oberkörper ein Stück nach oben zur Mitte gehst. Ausatmen. Lass Platz zwischen Kinn und Brustbein. Ein und wieder tief. Aus, Mitte. Gerade Bauchmuskel. Wir würden jetzt gerne das Becken kippen. Aber wenn du den Bauchmuskel hier, den geraden, trainieren möchtest, mach das aus der neutralen Position. Du merkst auch, du kommst gar nicht so weit rauf. Ausatmen, hoch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und ablegen. Kurz entspannen, Fußsohlen aneinander, Knie nach außen, entspannen, dehn die Innenseite, Oberschenkel, atme in den Bauch ein und aus und lass dich wirklich ganz locker fallen. Sehr schön. Schließ deine Knie langsam, kreuz deinen rechten Fuß über linken Oberschenkel, zieh dein linkes Bein her, drück das Knie nach außen, spür die Dehnung im Gesäß. Wieder auflösen, gleich wechseln, andere Seite, kreuzen, ranziehen, Unterschenkel fallen lassen. Ein bisschen mit jedem Ausatmen näher herziehen zu dir. Dann wieder langsam auflösen, beide Fersen zur Decke, Fußspitzen anziehen, ganz weit strecken, spür die Rückseite,
Fußspitze Richtung Schienbein. Langsam nochmal fallen lassen, ein Bein aufstellen, das andere darfst du fassen und mit dem Bein zieh dich hoch oder über die Seite, wie es für dich am angenehmsten ist. Bleib sitzen, Fußsohlen zusammen, mal möglichst gerade Rücken und dann lässt du dich nach vorne ziehen. Jetzt rück Fußgelenke fassen, mit den Ellbogen die Knie nach außen und wenn du möchtest, lass deine Hände nach vorne und lass dich so richtig sinken. Schau mal, wie es für dich am angenehmsten ist mit den Füßen. Du kannst sie noch ein bisschen näher ranziehen, weiter wegnehmen. Lass dich sinken, spür den unteren Rücken. Langsam aufrichten, lockern, Beine schließen, auslockern, einatmen, lang werden. Versuch dich zu strecken, du kannst auch ein Kissen unter dein Gesäß legen, wenn du willst. Dreh dich auf eine Seite, so weit wie es geht, Rücken gerade halten, ganz weit nach hinten. Dehnung im Bauch und Rücken spüren. Wieder zurückkommen, andere Seite, so weit wie es geht, zurück. Wieder zurückkommen zur Mitte. Im Schneidersitz oder Fersensitz, wie es für dich am angenehmsten ist. Locker dich aus, atme ein, erinnere dich an den Anfang, lass dich jetzt auf eine Seite fallen und spür die Dehnung in der Seite. Mit jedem Ausatmen so ein Stück tiefer sinken. Und zur Mitte kommen, andere Seite. Auch hier wieder mit jedem Ausatmen zur Seite. Morgen gibt es ein Cardio-Training. Zur Mitte lockern. Rechte Schulter tief ziehen, Kopf geht nach links. Lass das Ohr Richtung Schulter ziehen, sodass du den Nacken hier spürst. Langsam nach vorne zur anderen Seite. Auch da wieder Ohr Richtung Schulter und Schulter tief ziehen. Wieder auflösen, zur Mitte kommen, lösen, einatmen, Länge, ausatmen, locker und noch einmal lang strecken, dich ziehen und räkeln, fleißig und öffnen und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Wenn es dir gefallen hat, natürlich, ich freue mich immer über ein Gefällt mir unten, über einen netten Kommentar. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Danke, den Link findest du auch unten in den Beschreibungen. Der heißt Deine Unterstützung mit monatlich, was es dir wert ist, könntest du mich unterstützen. Du kannst meinen Kanal auch kostenfrei abonnieren. Vielleicht lädst du Freunde, Freundinnen ein, sich mitzubewegen. Oder du gehst auf meinen Kanal, findest nämlich da auch die Playlist. Fit und schlanke Neujahr. Die findest du übrigens auch da oben bei dem Infopunkt rechts oben im Video.
Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja schon morgen. Bis dann!